Ja, wir beschäftigen uns so ein bisschen jetzt mit der Fragestellung, wie monitoren wir, und ich glaube, wir über Basismonitoren, da brauche ich nicht mehr so viel zu sagen, was ich schon einiges da gemacht habe, aber wir wollen so ein bisschen erarbeiten, wie wir das erweiterte hemodynamische Monitoren durchführen und vor allem auch interpretieren und was wir da machen. Dafür gehen wir noch mal ein bisschen an den Schock ran. Was ist der Schock? Das sind ja die Patienten auf ihrer Intensivstation oder auch schon in der Notaufnahme, die am gefährdetsten sind, die ja zum Teil eine hohe Sterblichkeit haben, Sepsis 40-60% Schock, Kardiogenerschock immer noch 5% Sterblichkeit. Das sind also alles Patienten, die sie dringend benötigen. Gemeinsamer Endcheck ist, dass wir hier eine unzureichende Durchblutung vitaler Organsysteme haben, unterschiedliche Ausprägungen. Ja? Und es kommt dann zu einer nachfolgenden schweren Gewebehypoxie. Und das ist halt ein Ausdruck des Missverhältnisses zwischen diesem Sauerstofftransport, der irgendwie zu wenig ist, aber auch der Sauerstoffaufnahme. Ja? Zum Beispiel der Sepsis, im Sepsis-Schock ist ja gar nicht so, dass das Herz das Problem ist. Ja? Transportiert genügend Sauerstoff, aber aufgrund der schwersten Vasodilatation, aufgrund der zellulären Unmöglichkeit, Sauerstoff überhaupt aufzunehmen, ja, kommt es dazu ein Missverhältnis. Welche Schockform haben wir? Wir haben den hypovolämischen Schock, das ist ein intravasaler Volumenmangel mit kritisch verminderter kardialer Vorlast. Wir haben den kardiogenen, kardialen Schock, primär verminderte kardiale Pumpleistung. Wir haben den septischen Schock, Verteilung schon des Blutvolumens, ein distributiver Schock ist das, durch Invasion pathogener Mikroorganismen oder deren toxischer Produkte. Und da den anaphylaktischen Schock. Ja, das ist eine Maximalvariante auch eines distributiven Schockgeschehens, ja, wo wir eine massive Vasodilatation unter anderem haben. Und ganz, ganz selten den neurogenen Schock, ausgedehnte Vasodilatation mit einer relativen Hypovolemie durch den Imbalance zwischen der sympathischen und parasympathischen Regulation. Ja, Sie sehen das ja wahrscheinlich in der Intensivstation am häufigsten hier sicherlich, den hypovolämischen Schock und den kardiogenen, den septischen Schock. Ja. Das heißt, Sie haben bei all diesen kritischen Krankheitszuständen ein absolut oder relativ vermindertes Herzzeitvolumen. Der septische Schock ist ja ein klassisches Beispiel dafür, dass das Herzzeitvolumen ja eher relativ hoch ist, ja, vor allem bei Gesunden. Wenn Sie jetzt hier eine schwere, sagen wir, hohe Sepsis entwickeln, A-negativ, dann haben sie ja vorher eine gute Pumpfunktion gehabt. Natürlich, in der septischen Schockgeschehen wird die Pumpfunktion durch die Sepsis-Kardiomyopathie auch schlecht, aber sie haben eigentlich ein gutes Herzzeitvolumen. Das reicht aber nicht aus, um die Gewebe ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Oder sie haben halt vermindertes intravasales Blutvolumen. Das ist schon, ne? Hämorrhagischer Schock, schwerer Blutvolumen. Ne? Oder sie haben halt diese Verteilungsstörungsblutflüsse. Das ist ja, wenn Sie so an der Bett der Patienten stehen und gerade wenn Sie im Innenbereich tätig sind, dann haben Sie eine Mischform zwischen verschiedensten. Ja, Sie haben eine Mischform. Sie haben einen ganz alten Patienten, der eine schlechte Pumpfunktion hat, der ihn mit einer hohen Sepsis ausfällt. Ja, und da haben Sie wirklich ein richtiges Problem, weil auf der einen Seite wissen Sie, naja, Sepsis ist eine Verteilungsstörung, eine Vasodilatation. Auf der anderen Seite haben Sie aber schon eventuell Patienten mit einer eingeschränkten Pumpfunktion von der RF unterwartet. Ja. Diese Patienten haben natürlich ein doppeltes Problem. Also haben, das müssen Sie ja herausfinden, weil alles das, was Sie machen, geht es ja darum, Blutdruck zu stabilisieren und das Herzzeitvolumen zu optimieren. Das sind die beiden Kernkomponenten, mit denen Sie ja arbeiten. Deshalb ist so diese Formel so ein bisschen wichtig, dass man immer weiß, der Sauerstofftransport, der DO2i, der setzt sich halt zusammen aus dem Herzindex, gut, Hämoglobin spielt eine Rolle, und SO2, die Sauerstoffsättigung, die auch spielt auch noch. Also Sie merken schon, im Transport kommt die Lunge rein und kommt das Herz rein. Lunge und Herz. Und die korpuskulären Elemente, das Blut. Und auf der Intensivstation, wenn Sie mit des Patienten stehen, dann sind die Determinanten des Herzzeitvolumens die Vorlast, die Nachlast und die myokardiale Kontraktilität. Und die Herzfrequenz. Und daraus ist das Herzzeitvolumen zusammen. Und immer wenn Sie am Bett des Patienten stehen, geht es um diese Frage. Und was ist das Einzige, was Sie tatsächlich direkt sehen können? Die Herzfrequenz. Alles andere können Sie erstmal nicht abschätzen. Ja, Vorlast zum Beispiel. Da kommen wir ja gleich dazu. Können wir die direkt abschätzen? Ja oder nein? Schwierig. Nachlass, gut. Woran würden Sie Nachlass festmachen? MAD, mittlerer Druck.
Kontraktilität, nur bei der Kontraktilität schwierig. Können Sie Eyeballing machen, können Sie eine Echokardiografie machen, können das abschätzen, aber letztendlich im Zusammenspiel, wenn der Patient im Schock ist und Sie haben einen hyperkontraktilen Ventrikel, der sich leer pumpt, wissen Sie nicht genau, wie das einzuschätzen ist. Also Sie fügen das zusammen. Das Einzige, was Sie wirklich direkt messen können, ist die Herzfrequenz. Und die anderen Komponenten sind wirklich ganz schwierig zu erfassen. Und Sie haben ja eine Aufgabe, wenn Sie auf der Intensivstation stehen, Sie müssen bei diesem Patienten immer schauen, wie ist die Vorlast. Das müssen Sie optimieren. Sie müssen schauen, die Nachlast. Über den schwerherzinsuffizienten Patienten, den Sie zusätzlich noch belasten, durch die Erhöhung der Nachlast, indem Sie zum Beispiel das achte Mal nach oben schauen, der schlechte Ventrikel, kommt zu einem Mismatch. Ja? Und Sie wollen die Herzfrequenz optimieren. Ja? Schauen Sie, wenn Sie Patienten jetzt einen Autounfall haben, herzinsuffizienter Patient, der eine hochdosierte Beta-Blocker-Therapie hat, mit 2x95 Metoprolol, ja, der in einen hämorrhagischen Schock reingerät, der hat ja ein Riesenproblem. Ja? Da ist die Herzfrequenz nicht adäquat. Normalerweise, wenn Sie einen Blutungsschock reingarten, kommst du sofort zu einer Gegenregulation, die Herzfrequenz geht nach oben. Ja? Diese Patienten beispielsweise haben dann eventuell, wenn sie mit einer Frequenz von 80 liegen, mit einem Blutdruck von 60, eine inadäquate Herzfrequenz. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Was wollen Sie da machen? Und Sie wollen die Kontraktilität optimieren. Das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Und da haben Sie ja jenseits der interventionellen Kardiologie, wo Sie ein verschlossenes Kranzgefäß aufmachen und dann wieder Myokardfunktion zurückgewinnen, haben Sie ja nur noch die Kartischermine, positiv inotropen Substanzen. Da wissen Sie sehr genau, wie kritisch die zu bewerten sind, weil Sie eigentlich das ganze Problem sogar noch schlimmer machen. Das heißt, an dieser Stelle, wenn Sie Vorlast optimieren und spielen und Sie sehen, das sind die einzigen Komponenten, wo Sie den ganzen Tag, wenn Sie über Hemodynamik Monitoring, das ist das, was Sie verbessern wollen. Ja? Wenn Sie Vorlast optimieren wollen, durch Volumen, Sie wollen die Vorlast zurücknehmen durch Nitrate, durch Diuretika, zum Beispiel beim dekompensierten Patienten. Wenn Sie Nachlast optimieren wollen, entweder Sie haben wirklich ein hypertensives Lungenedem, dann modulieren Sie Nachlass auch durch Nitrate beispielsweise, durch Vasodilatatoren. Ja. Oder Sie haben einen Druck zu niedrig durch Vasopressoren. Ja, die Herzfrequenz, die optimieren Sie tatsächlich durch Volumen, gegebenenfalls Beta-Blocker, Digitalis, Abidoron oder Schrittmacher. Sie müssen sich ja immer fragen, ist dieses Problem das mit der Herzfrequenz? Ja. Wenn Sie da loslegen, wenn Sie jetzt sagen, ich gebe jetzt einen Beta-Blocker, und Sie fahren das runter und der Patient war tatsächlich frequenzabhängig und hat sein Herzzeitvolumen über die Frequenz generiert, deswegen sind Probleme damit. Der Patient ist schlechter. Wir sehen, wie schwierig das ist, auseinander. Das ist wirklich sehr schwierig auseinanderzunehmen. Deshalb müssen Sie immer an dieser Stelle extrem pathophysiologisch an der Grundkante entlang und an den Befunden operieren. Und ja, Kontraktilität optimieren Sie durch die Gabe positiv inotroper Substanzen und letztendlich, indem Sie an allen Stellgrößen Vorlast, Nachlass und der Herzfrequenz bringen. Mehr können Sie tatsächlich letztendlich nicht ausrichten. Ja? Wenn jetzt nicht über Herz-Kreislauf-Ersatzsysteme, sondern nur über das, was Sie mit Ihren Augen, mit Ihren Untersuchungsbefunden erfassen können und was Sie dann nachher einsetzen können. Und das ist tatsächlich das ganze Konzept des Monitorings, was dahinter steht und was Sie machen können. Und das, Sie sehen schon, das ist nicht so viel. Ja, nochmal Indikation Monitoring. Zum Indikationsstellen nochmal, das ist eine fachlich begründete Einschätzung, dass ein Monitoring, wenn Sie es einsetzen, sinnvoll ist und geeignet ist, um ein bestimmtes Ziel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel einen unkomplizierten Myokardinfarkt. Hämodynamisch stabil. Muss der eine invasives arterielle Druckmessung haben, ja oder nein? Nein, ist nicht nötig. Wäre sogar eher gefährlich, weil Sie instrumentieren den Patienten. Sie haben stabile Kreislaufverhältnisse, da gibt es überhaupt kein Ziel, also keine Indikation, das durchzuführen. Ja? Und das ist halt, wenn Sie am Bett stehen des Patienten, Sie immer wieder fragen, werde ich invasiv, nicht invasiv, müssen Sie immer sagen, naja, wenn ich das jetzt mache, wenn ich den jetzt anfange zu instrumentieren, Pico-System anlege, zentralen Medikatheter lege, arterielle Druckmessung anlege, dann muss das aber auch einen Sinn für den Patienten machen, an dieser Stelle. Ja? Unbedingt. Die Indikation zum Monitoring, wenn Sie
eine ausreichende Wahrscheinlichkeit haben, dass ein relevantes bedrohliches Ereignis oder Änderung eines Krankheitszustandes eintritt. Und da fängt dann die moderne Intensivmedizin an, nämlich bei der Coronary Care Unit in den Vereinigten Staaten Anfang der 60er Jahre, wo man halt erkannt hat, dass man durch den gezielten Einsatz von Defibrillatoren die Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt, damals konnte man ja nicht viel machen, retten kann. Das hat man hat die einfach an den Monitor geklemmt. Ein Herzrhythmus überwacht. Man wusste, dass in der Initialphase es zu malignen Herzrhythmusstörungen kommt. Da war ganz klar, als Indikation für die Herzfrequenzmessung, Überwachung ist hier Früherkennung einer malignen Herzrhythmusstörung und Intervention. Also, wenn Sie einen Patienten haben, mit der guten Herzinfarkt, Sie hängen an den Monitor und überwachen ihn. Sie haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Rhythmusstörung eintritt, das ist Ihre Indikation. Und deshalb setzen die spezifischen Monitoring-Verfahren auch nur dann ein, wenn es irgendwie Sinn macht, wenn es in der Lage ist, Veränderungen überhaupt zu erfassen. Ja? ZVD, Abschätzung Vorlast, ja oder nein? Wie stehen Sie dazu? Ja oder nein? Schwierig. ZVD ist extrem schwierig, weil er tatsächlich die Vorlast nicht optimal abschätzt, sondern eher ein Münzwurf gleich zeigt. Ja? Wie kann es nicht erfassen? Ja, wird trotzdem millionenfach am Tag, glaube ich, Deutschland weltweit gemessen, genau mit dieser Fragestellung. Ja. Und dann orientieren Sie sich natürlich am individuellen Patienten und am Krankheitsbild. Das Monitoring baut sich dann so auf Ihrer Station auf. Sie gehen immer von der Anamnese aus, Schweregrad der Erkrankung, Sie haben Ihr Labor, Sie haben das Basismonitoring, Sie haben therapeutische Maßnahmen, die schon laufen. Das ist ja schon, wenn Sie jetzt auf der Intensivstation sitzen, und der Patient kommt auf der Notaufnahme, wie zum Beispiel selbst im Schock, hat ja schon Blutabnahmen gehabt, ist ja schon vielleicht zumindest nicht invasiv Druck gemessen, hat eine Frequenz, hat eine Sauerstoffsättigung und Sie haben eine Anamnese. Und Sie sehen den Schweregrad. Der Patient ist beispielsweise optisch, klinisch von Untersuchungsbefunden im Schock. So, dann haben Sie, nach und nach kommen die Befunde rein, das Labor kommt rein und dann fragen Sie sich tatsächlich, muss ich das Monitoring jetzt erweitern? Oder reicht das, wenn ich den einfach anhänge, nicht invasive Blutdruckmessung, Sauerstoffsättigung und die Herzfrequenzmessung. Diese Frage stellt sich, muss ich das sofort machen? Warum? Weil der so schwer krank ist? Weil ich wirklich jetzt engmaschig wissen will, was da los ist? Oder im Verlauf? Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit des nicht-invasiven, invasiven, des kontinuierlichen Messverfahrens und des diskontinuierlichen Messverfahrens. Ja. Und das orientiert sich ganz klar an der Instabilität und der Wahrscheinlichkeit, dass ein vital bedrohliches Ereignis auftritt. Es ist selbstverständlich, dass Sie einen Patienten im Schock sicherlich invasiv Druck überwachen. Patienten mit einer schweren Gasaustauschstörung invasiv Druck überwachen, auch mit dem zweiten Ziel, diskontinuierliche Blutgasanalyse zu machen. Wenn Sie gerade am Anfang Ihrer Tätigkeit auf der Intensivstation stehen, werden Sie so und so immer dazu tendieren, aus Unsicherheit vielleicht sehr viel mehr zu instrumentieren, als es vielleicht nötig wäre. Das weiß man auch aus nationalen, internationalen Untersuchungen. Ja. Und Sie müssen sich immer an der Stelle fragen, wenn ich jetzt invasiv werde, besteht zunächst mal ein punktionsassoziiertes Risiko für den Patienten. Ja. Und das müssen Sie aus meiner Sicht immer im Hinterkopf halten. Aber wenn Sie die Schockpatienten haben, und darum geht es ja, dann werden Sie relativ rasch, sofort oder relativ zügig im Verlauf in ein invasives Messverfahren reinkommen, weil Sie hier instabilen Patienten haben, wo bedrohliche Ereignisse halt auftreten können. Also invasiv nochmal heißt Anlage eines Katheters zur Druckmessung erforderlich. Jede pulmonale Arterie und nicht invasiv heißt die körperliche Integrität bleibt unberührt. Weder Haut noch Körperöffnung werden von Messsonden penetriert, das heißt auch eine TEE oder ein Verfahren oder eine Blasendruckmessung wäre auch schon ein invasives Verfahren. Immer dann, wenn Sie anfangen, Körperöffnung etc. mit irgendwelchen Messsonden zu sondieren, werden Sie invasiv. Ja. Gut. Und wir gehen jetzt mal so sukzessive nochmal da durch. Wir fangen natürlich immer und ganz klar mit der Anamnese an und der klinischen Untersuchung. Und da bitte ich Sie wirklich darum, dass Sie das wirklich machen, wenn Sie auf Ihrer Station sind, dass Sie tatsächlich, wenn Sie in den Schichtwechsel reinkommen, dass Sie wirklich, wenn Sie, ich weiß nicht, wie viele Patienten sind, 6, 7, 8, 9, es gibt da sehr unkritische Patienten, aber die kritischen Patienten, schauen Sie sich jedes Mal, jede Schicht nochmal genau an und drehen Sie dir mal auf die Seite und sagen der Schwester mal, wenn ihr den gerade am Bett hättet, ich möchte mir mal ganz angucken. Decken Sie bitte die Bettdecke auf, schauen Sie sich diese Menschen an. Ja? Da werden Sie viele, viele Sachen finden. Ja? Sie müssen natürlich mit der Anamnese parat sein. Und das haben Sie schon gelernt, weil Sie schon 2, 3 Jahre lang schon
auf den Stationen sind und eigentlich gerade in der Innermedizin ist ja der größte Vorteil, wirklich kontinuierlich gelernt haben, Anamnese im Gewicht testen. Viele, viele Sachen sind ganz, ganz wichtig, auch bei den Intensivpatienten, dass sie es herausfinden, was da im Vorfeld an Begleitdiagnose ist, weil das dann nachher so spielentscheidend wird. Was wollen wir denn? Wir wollen natürlich den Patienten stabilisieren, retten, das ist ihre Aufgabe. Und wir haben immer zwei Fragen. Braucht der Patient Volumen oder braucht er Vasopressor? Positiv Inotropsubstanzen. Ja. Und natürlich die primäre Runterkammer wird behandelt, aber wenn er im Stock ist, diese zwei Kernfragen sind immer zu beantworten. Den ganzen Tag. Es stehen immer am Bett des Patienten, braucht der Volumen, braucht der kein Volumen. Sie trinken ihr 1,5 bis 2 Liter pro Tag, das ist total egal. Ja. Aber was ist mit dem Patienten, der einen Schock liegt? Immer die ganze Zeit. Schade ich dem mit Volumen? Schade ich dem nicht? Braucht er das? Oder? Diese Überlegung stellen Sie die ganze Zeit an. Sie fangen an mit der klinischen Beurteilung, natürlich Haut, Niere, mentaler Status. Ja. Und die klinische Beurteilung des Volumenstatus. Sie schauen auf das Interstitium, Ödeme, der Hautstörer. Sie versuchen, sich zunächst mal per Blickdiagnose einen Überblick über den intervaskulären Raum zu schaffen, Halsvenen, Handrückenvenen, sind die alle kollabiert, wie sieht das aus? Sie kriegen da schon den ersten Eindruck. Ja? Und dann nehmen Sie, das machen Sie auch, immer wieder Ihr Ultraschallgerät dazu. Unbedingt, weil damit erhalten Sie nämlich Informationen, die unverzichtbar sind. Ja? Sie sehen Aszitis, Sie sehen die dritten Räume, Sie sehen die Pleura, Sie machen einfach mal einen Sweep nach oben und schauen mal an, wie das Herz am Zappeln ist. Ja? Auch ohne, dass Sie viel Ahnung davon haben, gewinnen Sie nach und nach einen Eindruck immerhin. Sie sehen schon, wenn der rechte Ventrikel völlig platt ist oder der linke Ventrikel sich leert. Und das können Sie auch ohne große Erfahrung erkennen. Ja? Aber viele haben immer so Angst davor, diese Ultraschallverfahren anzuwenden, weil sie sagen, ich kann das nicht. Sie können das, Sie können Gerät anschauen, Sie wissen Anatomie, Sie haben vieles schon gelernt. Ja? Nur nutzen Sie das. Und wenn Sie es nicht wissen, haben Sie vielleicht jemanden an Ihrer Seite, sagen, was ist denn hier los, wie schätzt du das ein? Und wenn Sie es 4, 5 Mal gemacht haben, dann kriegen Sie die ersten Eindrücke, wie das läuft. Machen Sie es aktiv. Ja? Ja, und dann gucken Sie wirklich bitte, schauen Sie Menschen an, die Zunge auf jeden Fall, Schleimhäute, das ist das Einzige, was Sie sehen können von denen. Lehrbüchern steht immer noch Augenrissdruck. Ich persönlich, ein Feuchtigkeitszustand, Axilla, würde sagen, das ist, steht in Lehrbüchern drin. Aber wenn Sie die anderen Sachen gemacht haben, haben Sie einen Eindruck. Und gucken Sie bitte die ganze Haut an. Nicht nur Bein hoch, unten alles trocken. Dann werden Sie es wundern und dann machen Sie hier oben auf, dann hat er solche Flacken gegeben. Ja? Sie müssen einen Eindruck bekommen über den Hydratationszustand des Patienten. Klinischen Eindruck. Ja? So. Und dann haben Sie natürlich auch Verfahren visuell, taktil, die Rekapitalisierungszeit und dann die Schweißproduktion abzufassen, das sind Zusatzmöglichkeiten, die Sie bitte einsetzen sollen. Damit gewinnen Sie einen Eindruck. Und hier sehen Sie nochmal bei der Visite so einen Patienten, der hat wirklich, das ist der gleiche Patient, das ist jetzt keine Zusammenschnitt zu sehen, der hatte jetzt wirklich stehendste Hautfalten und er hat eine super trockene Zunge. Da haben Sie schon wirklich so einen Patienten, da würde ich erstmal vermuten, dass der Patient eher hypovolemisch und dehydriert ist. Ja? Wenn Sie den jetzt noch auskultiert haben, und eine völlig freie Lunge haben. Der ist nicht jetzt zufälligerweise zentral gestorben, peripher trocken, das alte Problem. Ja. Sie gewinnen dadurch wirklich zunehmend Sicherheit. Diese Hautfaltengeschichte ist ein Riesenproblem, das ist nicht standardisiert. Der alte Mensch, das wissen Sie, sind ja noch richtig super jung, Sie haben natürlich noch eine völlig elastische Haut, selbst wenn Sie jetzt trocken werden, würde ich bei Ihnen keine Falten stehen. Ja. Aber der alte Mensch verliert halt viel Elastizität im Milieu, sodass der tatsächlich mit ihnen stehende Hautfalten haben kann, die bleiben bestehen, der ist trotzdem nicht unbedingt schwer, weil es dehydriert. Das ist nicht standardisiert, aber es ist ein zusätzlicher Hinweis. Und auch die Rekapitalisierungszeit, wenn das jetzt läuft, ich weiß es nicht, ich glaube, es läuft nicht. Nein, es läuft nicht. Gut. Die Rekapitalisierungszeit, die geht ja so, dass Sie bei ausreichendem Tageslicht tatsächlich einmal hier kurz drücken und schauen, 1, 2, ich bin gut rekabilisiert, ich bin im Schock. Aber das ist beim Schockpatienten schwierig abzuschätzen. Das heißt, auf der Intensivmedizin, in der Intensivstation können Sie das machen. Wenn der Patient völlig blass ist, völlig zentralisiert ist, hat er hier eine völlig blasse Nagelbett und Sie werden mit der Rekabilisierungszeit nicht weiterkommen. Das heißt, es gibt ja auch eine erhebliche Interobservervariabilität. Aber es ist ein Zusatztool. Ja? Machen Sie das mal ruhig auf der Notaufnahmestation. Wenn Sie da sehen, dass er eine erheblich verzögerte Rekapitalisierung hat, dann hat er schon vielleicht ein Perfusionsproblem, der Patient.
Dieser Motoring-Score, der ist wirklich sehr, sehr gut. Das bedeutet, dass die Patienten wirklich nackt da vor sich liegen sind und schauen sie ihm an, wenn sie einen Schockpatienten haben. Das ist schöne Arbeit hier von Ufella et Ufella. Der hat das bei septischen Patienten gezeigt. Eins ist, wenn sie nur eine Kniescheibe haben, dann geht das immer weiter hier bis zum Oberschenkel, diese Marmorierung. Ja, das ist natürlich ein Symptom mal im Omnis, ja. Die sind richtig schwerst krank, diese Patienten. Ja. Das konnte der auch in einer Studie zeigen, dass wenn sie einen Score 4 und 5 haben, also bis oben zum Leistenmann, dann sieht es ganz übel aus. Ja. Wenn Sie sowas sehen, wenn Sie die sehen, das sind schwerstkranke Patienten. Ja. Und da wissen Sie genau, da gibt es ein erhebliches Problem. Ja. Also Motoring-Score. Denken Sie dann, die Marmorierung ist ganz wichtig. Dann schauen Sie auf die Urinausscheidung. Persönlich meine, in der Akutbeurteilung ist es schwierig. Es ist für Sie im Langzeitverlauf als Messung Ihres Therapieerfolges gut zu wissen, ob der Patient dann anfängt auszuscheiden. Aber in der Akutphase, wenn er jetzt nicht katalysiert ist oder wenn er auch keine Ausscheidung hat, machen Sie daran nicht Ihre hemodynamischen Therapieentscheidungen fest. Es ist aber trotzdem ein Zielparameter für Sie, die Urin. Ja, man fordert 0,5 bis 1 Milliliter Kilogramm pro Stunde. Sie wissen, Oligurie und Anurie kleiner 100 Milliliter pro 24 Stunden. Und bitte, bitte blicken Sie auch auf das Bewusstsein. Unruhe und Verwirrtheit, das vor allem in der Notfallmedizin sind wirklich ganz, ganz kritische Warnzeichen. Ja. Und die Eintrübung natürlich auch und der Leistungskomaskade setzen Sie dann regelhaft bei Ihren Patienten ein. Der einzige Wert, der Ihnen wirklich irgendwie hilft, was jetzt die Zelle betrifft, ob die Zelle hypoxisch ist, ist das Laktat. Sonst können wir Ihnen in der Intensivmedizin leider Gottes und der Notfallmedizin nichts geben, aber machen Sie es. Das Laktat ist wirklich ein hervorragender Parameter. Man muss natürlich auf Leberknochen schielen etc. etc. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es ein ganz, ganz wichtiger Prognoseparameter. Ja. Und ich kann Ihnen nur dringend raten, dass Sie ja schon in der Notaufnahme mit anfangen. Und Ihre Patienten, Sie werden sich wundern, wie viele Patienten mit über 2 Millimol pro Liter, das sind über 18 Milligramm DL, 2 Millimol pro Liter, und ab da anfängt die Musik zu spielen. Bei einem Wert über 2 Millimol pro Liter ist die Krankenhaussterblichkeit schon verdoppelt. Ja. Das sind scheinbar gesunde Patienten, ja. Ja, und Sie sehen, dass hier zum Beispiel in dieser Studie das Überleben schon beim Wert über 2 deutlich abnimmt. Und wenn Sie Patienten haben, die einen Wert über 10 Millimol pro haben, die nach 24 Stunden immer noch über 10 liegen, die sind verloren, die haben eine hundertprozentige Sterblichkeit. Das heißt, das ist nicht nur ein statischer Wert des Laktats, sondern wenn Sie tatsächlich im Monitoring drin sind, dann gehen Sie engmaschig rein. Wenn Sie hemodynamisch agieren, Volumen geben, wenn Sie mit Vasopressoren arbeiten, dann bestimmen Sie das engmaschig. Das ist dann die sogenannte Laktatvirenz. Und wenn Sie sehen, Sie fangen bei 10 zum Beispiel an und der bleibt bei 10, dann können Sie davon ausgehen, dass das alles, was Sie da machen, gerade nicht besonders effektiv ist. Wenn Sie aber, bitteschön. Ich habe nur eine kurze Frage, weil da steht, dass es, oder diese Grafik oder Daten sind von 1972. Aber genau, der berühmte. Gibt es da auch, also wurde das auch überprüft? Absolut, ja. Das hat nur die Harry Waldan gezeigt, weil der Chef ist ja einer der ersten Männer der Stunde, der ist, glaube ich, 92 Jahre alt geworden, ist vor 2 Jahren ist er verstorben, ein ganz guter Schockforscher gewesen. Die Daten sind absolut reproduzierbar. Kluger hat zum Beispiel vor 2 Jahren Riesendatenbanken aus dem Hamburg-Eppendorfer Klinikum, 11 Intensivstationen, zigtausende Patienten angeschaut, nur die Patienten angeschaut mit Laktat über 10 Millionen Monitor. Ja. Und er konnte genau zeigen, dass wenn diese Patienten eine negative Clearance haben, dass das nicht besser wäre, nach 24 Stunden, die eine hundertprozentige Sterblichkeit haben. Hundertprozentig. Und Cut-off ist, eine Clearance, wenn Sie eine Clearance haben von 30%, also Sie fangen bei 10 an und sind nachher bei 7, nach zum Beispiel 12 Stunden, dann geht es in die richtige Richtung. Aber das Laktat ist wirklich der einzige Wert, der Ihnen hilft. Plus Ihre klinische Einschätzung, ganz klar. Plus die hemodynamischen Zielparameter, die wir haben. Was sagt Tat, das nehmen Sie wirklich mit, das ist der einzige biochemische Parameter, der im Augenblick verfügbar ist, derzeitig, wo wir irgendwie noch erfassen können, wie der Schockzustand ist und wie wir da halt weiterkommen. Das ist auch die Laktatvirenz. Sie sehen auch, dass die Patienten, die jetzt eine Laktatvirenz kleiner 10% haben, also das ist unterweihe, Sie sehen, wie das diskriminiert. Ja? Laktatvirenz von 10 auf 9 ist schon, ist, ja? Aber wenn das bleibt, dann ist die Sterblichkeit nahezu verdoppelt. Das ist schon nicht irre, ja. Gut, und das wird deshalb auch empfohlen,
Hier haben wir eine sehr schöne Publikation in Chiponi, die ist sehr lesenswert. Consensus of a Circular Shock und Hemodynamic Monitoring. Hier wird ganz klar gesagt, Laktatspiegel sollen bei allen Patienten mit Verdacht auf Schock gemessen werden. Im Schock liegen die Laktatspiegel über 18 Milligramm, 2 Millimol pro Liter, ja. Und zur Steuerung der Bruchteile der Therapie sollen wiederholte Messungen des Laktats durchgeführt werden. Das nehmen Sie bitte mit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das können Sie wirklich sagen, wenn Sie sagen, Sie haben Nachtdienst und Sie haben Patienten im Schock betreut und sagen, irgendwie läuft das hier nicht so richtig, der geht nicht runter nach 3-4 Stunden. Der ist zwar scheinbar stabil, der Druck ist irgendwie 75 mittlerweile, aber trotzdem bleibt hoch, dann ist irgendein Problem, was Sie wahrscheinlich dann auch leider Gottes gar nicht lösen können. Oder Sie müssen sich fragen, gebe ich vielleicht zu viel 8-0? Dann ist 8-0 eine Vasokonstriktion. Oder Supraanalgin beispielsweise, also die ganze Mikrozirkulation abstellen. Gut, und dann machen Sie bitte die Ultraschall-Diagnostik, weil da können Sie wirklich sehen, Sie können Ergüsse sehen, Sie können hier oben rechts die Vena cava sehen, da komme ich gleich noch zu, und Sie sehen halt Flüssigkeit im Bauchraum und Sie sehen die Pumpfunktion der Sehne im Perikarder. Das heißt, die erste Key Message blickt auf die Hautdurchblutung, Hydratation, Urinausscheiden, Bewusstsein, Herzfrequenz, Blutdruck, Laktat, Ultraschall. Wenn Sie das alles gemacht haben, dann haben Sie ja noch nicht mal einen Katheter gelegt, dann sitzt Sie wirklich im Moment, da haben Sie schon aber mit Sicherheit 80% abgefüllt. Da haben Sie einen Eindruck, ja, von dem Patienten. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie bei der Herzinsuffizienz, das haben wir auch mittlerweile auch in der aktuellsten Publikation, 2014 war die letzte, glaube ich, bringen diese Vier-Felder-Tafel rein. Die ist zwar ein bisschen simpel, man mag die scheinen, aber Sie sehen, die Kollegen sagen an der Stelle ganz klar, wir haben die Gewebeperfusion und wir haben die Kongestion. Diese beiden Parameter, ja, und die können Sie ja klinisch in der Vier-Felder-Tafel abtragen. Ja. Wenn Sie jetzt einen feuchten, kalten Patienten haben, klassischer Kardiologie, wenn die unten rechts hängen, dann sagen, das ist wirklich mein rote Flaggenpatient. Da können Sie wirklich schon ausgehen. Und den dürfen Sie jetzt erstmal nicht verlassen, bei dem müssen Sie bleiben, da müssen Sie wissen, warum. Und müssen mit Ihren Fachärzten, Oberärzten zusammen eine Strategie entwickeln, wie Sie den da rausholen, weil der hat nämlich eine riesen hohe Sterblichkeit. Ist der trocken und warm, hat eine gute Gewebeperfusion, ist das Problem vielleicht weniger ausgeprägt, dann müssen Sie fragen, was muss ich hier wann korrigieren. Trocken und kalt. Das sind auch schon kritisch Patienten und da gibt es ja verschiedene dahinterliegende Differenzialdiagnosen. Aber der feucht und kalte Patient in dieser Vierfelder-Tafel, der ist für Sie ganz entscheidend. Gut, und Sie machen dann ein obligates Basismonitoring und Sie haben erweitertes das Invasive-Monitoring. Ja? Basismonitoring, Herzfrequenz, Blutdruck, die Sättigung, Atemfrequenz und die Temperatur. Das ist das, die klemmen in Ihr Pflegepersonal, die angeklemmt in der Notaufnahme schon eigentlich zu versorgt. Aber da haben Sie ja schon mal einiges. Kardiovaskulär überwachen Sie mit der Herzfrequenz den Blutdruck, pulmonal überwachen Sie die Sättigung. Die Atemfrequenz ist wirklich extrem wichtig. Die Atemfrequenz ist extrem wichtig. Diese Notaufnahmepatienten mit einer Atemfrequenz über 22 haben, um den kümmern Sie sich, weil das ist ein kritisch kranker Patient, der mag jetzt ruhig liegen, aber der hat irgendwas. Entweder ein pulmonales, metabolisches oder anderes. Sterblichkeit sofort. Atemfrequenz ganz, ganz wichtig. Ja. Die Temperatur ist natürlich für einige Entscheidungen für Sie auch von Bedeutung, auch im therapeutischen Verfahren, wenn Sie Hypothermie machen. Aber das ist Ihre Ausgangssituation. Und damit können Sie schon viel machen. Ja. Ja, und dann kommt es halt, muss ich jetzt den Blutdruck nicht invasiv oder muss ich eine arterielle Druckmessung machen? Ja. Welche Indikationen haben wir da? Einige. Wenn Sie die Indikation halt beantwortet haben, da geht es wirklich nochmal, ist das an dieser Stelle sinnvoll. Nehmen wir zum Beispiel mal den Patienten in der Mitte, hypertensive Krise, insbesondere aber auch eine Dissektion nach guten cerebrovaskulären Prozessen. Ja. Da ist es wirklich sinnvoll, weil Sie da eine engmaschige Blutdruckkontrolle brauchen, Blutdruck, nehmen wir ja auch eine Dissektion, dass wir invasiv messen. Weil Sie wollen den Blutdruck regulieren, Sie wollen sicherstellen, dass der tatsächlich keine Peaks mehr hat, dass der idealerweise unter 120 liegt. Sie wollen auf der anderen Seite bei Beatmungspatienten mit ganz klaren Indikationen nicht invasiv zu werden. Also das sind die gängigen Indikationen der hemodynamisch instabile Patient, wo Sie sagen, ich mache eine arterielle Druckmessung. Das haben Sie dann indiziert und das ist auch korrekt. Wenn Sie gefragt werden, nächstes Mal, warum hast du das denn gemacht? Sagen Sie, ja, der musste als Serie Blutlastanalysen bekommen. Der ist in einer schweren Ketoazidose gewesen. Da
ging es an der Stelle nicht anders und picken wollen wir nicht. Und sagt ihr, das ist eine tolle Sache, gut gemacht. Ja. Aber wenn Sie diese Indikation stellen, dann fragen Sie sich doch an der Stelle sofort, nämlich im zweiten Schritt, das sollten Sie strategisch machen, brauche ich bei dem ein Schlagvolumen? Brauche ich ein Erzeugvolumen? Denn der Dumme an der ganzen Sache ist, diejenigen, die vielleicht mit Flowtrack arbeiten, da brauchen Sie nur die Druckpumpe, da müssen Sie aber auch einen speziellen Katheter veranlegen. Wenn Sie das am meisten eingesetzte System derzeit in Deutschland ist das Pico-System halt, wo Sie einen zentralen Windkatheter brauchen und auch einen Spezialkatheter. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach mal nur so eine Druckmessung machen und danach halt plötzlich Ihnen vor 5 Minuten einfällt, Sie müssen ja doch ein Herzhaltvolumen haben, das ist ja blöd. Ja. Dann machen Sie strategisch von vorne, sage ich, ja, wenn ich jetzt die Blutdruckmessung anlegen muss, brauche ich dazu auch noch ein Schlagvolumen zur Beantwortung meiner Frage. Und wenn Sie das sagen, naja, ich nehme jetzt mal den kardiologischen Schock, der Leitlinie Kardiologischer Schock, haben wir ganz klar gesagt, wir benötigen eine kontinuierliche Herzhaltvolumenbestimmung. So, und dann machen Sie strategisch. Ich lege jetzt nicht nur die Drucker, den Katheter an, sondern ich instrumentiere den Patienten sofort, sodass ich auch gleichzeitig ein Herzhaltvolumen ablesen kann. Diese Frage beantworten, dann machen Sie das. Ja, sonst müssen Sie nämlich im zweiten Schritt wieder alles umwechseln und das ist dann auch relativ aufwendig und eventuell problematisch. Dann fragen Sie sich, wann benötige ich das denn? Im manifesten Zock zur differenziellen Steuerung des Volumens in der klassischen Mine. Und wenn ich verbleibende Unsicherheiten in der Beurteilung der Vorlastabhängigkeit habe. Ja. Wenn Sie einen Patienten haben, wenn Sie jetzt irgendeinen Volumenmangelschock aufgrund der Hämorrhagie haben, würde ich mal sagen, vielleicht mal maximal eine invasive Druckmessung gegebenenfalls. Wenn eine gute Pumpfunktion hat, etc., da komme ich auch so mit zurecht, dann muss ich jetzt nicht noch ein Herzhaltvolumen machen. Ja. Anders sieht das aber aus, wenn das dann der schwerhastensuffiziente Patient ist mit so einem Druck. Ja. Und das Herzhaltvolumen sollten Sie nicht routinemäßig bei Patienten machen, wenn die initial auf die Therapie anstehen. Sie haben beispielsweise die berühmte Urosepsis. 80-jähriger Patient, Altenheim, Tachykard, Hypoton, übel riechender Urin, hochgradig als positiv, Hauptdiagnose wahrscheinlich Urosepsis. So, dem applizieren Sie jetzt schon Volumen, vielleicht sogar schon in der Mundaufnahme, und dann stabilisiert er sich. Frequenz geht ein bisschen runter, geht ein bisschen runter, da machen Sie einen Schlagvolumen. Ja? Wenn die ansprechen, aber die nicht reagieren, da soll es sich dann mal Gedanken machen. Wenn die nicht kommen, wenn die persistierend sind, da müssen Sie invasiv werden und da müssen Sie dann noch gucken, was ist denn da jetzt los? Und da werden Sie natürlich nicht, und das wird in Chikuni arbeiten, nur jetzt isoliert immer nur auf diesen einen Wettkonzern. Sie haben ja in die ganze Anamnese, die ganze Untersuchungsbefunde schon an Bord. Ja? Und sind jetzt am Überlegen, braucht er jetzt Volumen und braucht er jetzt positive Druckresistenz? Wenn wir nicht anschauen. Und wie messe ich das? Wir haben verschiedene Verfahren mit dem PA-Katheter. Gut, damit können Sie es valide messen. Der Pico können Sie es valide messen, mit bestimmten Einstein Flowtrack. Können Sie es auch mitmessen, Litgo, Vico und Transsilvaner Doppler, diese drei in der mittleren Reihe werden hier fast gar nicht eingesetzt im deutschsprachigen Raum. Und Bioimpedanz, Moment noch schwierig, ich hoffe mal, das kommt bald, dass es sich da die Technik so ein bisschen verbessert. Der PA-Katheter ist unser altes Instrument gewesen, damit bin ich quasi groß geworden, aber wir setzen es fast nicht mehr ein. Ja, Jochen, wie macht ihr das denn? Fast gar nicht mehr, weil das ist relativ invasiv und da muss man schon Erfahrung haben. Ich habe immer Sorge, dass es da zu Komplikationen kommt. Wenn Sie dann ein Wedge machen und blasen auf, dann kommt es nach einer Pulmonalarterien durch. Ich kenne da drei Fälle in meiner Laufbahn. Und letztendlich muss man sagen, kommen Sie mit der mittleren Methode auch ganz gut hin. Oder wenn derjenige mit Flowtrack arbeitet, das ist ein ähnliches Verfahren, da können Sie das Herzhaltvolumen ganz gut mitbestimmen. Nochmal das Prinzip der Thermodilution, denn im Pico-System machen Sie auch Thermodilution. Sie kalibrieren die Druckkurve, das zeige ich Ihnen gleich, Sie geben halt Kälte in diesem Fall und dann ist dann der Thermistor da oben, misst das und Sie haben dann diese Temperatur, Kälteverdünnungskurve. Ja? Und daraus berechnet sich dann nach der Stewart-Hamilton-Formel das Schlagvolumen. Ja? Wenn Sie das machen, bei der Pico-Methode ist ja eine transpulmonale Thermodilution, Sie investieren hier oben, hier unten oder hier wird dann die Verdünnungskurve gemessen. Und dann kalibrieren Sie letztendlich mit der Temperaturverdünnung die Fläche unter der Druckkurve. Dann haben Sie ein Schlagvolumen. Dann sagt er Ihnen Schlagvolumen. Ja? Das ist das Pico-System. Sie haben einen Katheter, Sie haben eine Arterie, entweder femoral oder radial. Und Sie kalibrieren letztendlich die Kurve
die Sie hier sehen, die Druckkurve. Sie sehen, das ist eine Formel, die dahinter steht. Das ist dann auch nicht mehr so simpel. Es sind verschiedene Faktoren, die da reinkommen. Die Fläche unter der Druckkurve, die Compliance der Arterien, die Form der Druckkurve. Da sehen Sie schon, dass Sie erstens einen Sinusrhythmus haben müssen, weil Tachyarrhythmie beispielsweise ist jeder Schlag wieder anders. Ja? Das heißt, Sie können nicht richtig kalibrieren und Sie brauchen halt eine gute, valide Druckkurve. Wenn die Druckkurve falsch ist und schlecht ist, dann funktioniert das nicht so gut. Ja? Intraortale Gegenpulsation funktioniert das auch nicht gut. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt das Atonol erhöhen, beispielsweise bei C, dann müssen Sie dann eventuell rekalibrieren. Sie sollten mindestens einmal pro Schicht rekalibrieren, das heißt eine transpulmonale Thermodilution durchmachen und das System nochmal kalibrieren. Ja? Ich sage mal ganz ehrlich, wenn der Wert jetzt nicht so ganz stimmt, haben Sie aber immer noch einen Trend bei diesem Verfahren. Sie sehen immer einen Trend. Also ich habe da aufgehört, so auf die absoluten Werte zu gucken, sondern schaue eher, wie ist der Trend und sage mal, wenn ihr die Kurve nicht gut seid oder wenn ihr unsicher seid, dann müsst ihr halt eine Rekalibrierung halt durchführen. Ja, und dann kann das System ja einiges. Ja, und ich will Sie darauf nochmal hinweisen, das ist jetzt ein bisschen komplex. Sie machen zunächst mal mit der Herzzeitvolumenstimulation Transit Time durch die Thermodilution, können Sie das intertrokale Volumen bestimmen, das komplette Volumen, rechter Vorhof, rechter Ventrikel und alles, was hier drin ist und linker Vorhof, linker Ventrikel, alles, was hier ist, das ist intertrokale Thermovolumen. Ja? So, dann fangen schon die Berechnungen an, dass Sie jetzt das pulmonale Thermovolumen, ja, wenn Sie das davon substrahieren, dann machen Sie Downslope Time, können Sie ein pulmonales Thermovolumen. Diese beiden Werte sind direkt bestimmt. Das heißt, Sie haben die Lunge, das pulmonale Thermovolumen und Sie haben TRRV-L-Form. Wenn Sie das voneinander substrahieren, und wenn Sie dann noch ein global enddiastolisches Volumen, das ist ein ITTV versus PTV, dann haben Sie tatsächlich die Volumina, die in Ihren Herzhöhlen drin sind. Also Sie sehen schon, das ist ein berechnetes Verfahren. Ja? Und dann gibt es noch dieser Kalibrationsfaktor 1,25, das modifiziert, dann haben Sie das intratokale Blutvolumen. Ja? Und wenn Sie dann das intratokale Blutthermovolumen, das intratokale Blutvolumen vom intratokale Thermovolumen abziehen, haben Sie das extravaskuläre Lungenwasser. Das sind die Werte, die Ihnen das Pico-System ausspielt. Da kommt dann immer, wie ist das intratokale Blutvolumen, ITBV, das ist ein berechneter Wert, ich sage das schon mal, das multipliziert, wenn der Fehler ist, multipliziert das. Ja? Und das extravaskuläre Lungenwasser, das sind berechnete Werte. Schauen Sie sich die Werte beim Pico-System an, aber bitte nicht in die falschen Schlüsse rausziehen, sondern gleichen Sie das mit Ihrem klinischen Befunden an. Ja? Also wir sind ganz ehrlich, wir gucken ganz puristisch nur auf das Schlagvolumen. Und wir schauen uns immer das extravaskuläre Lungenwasser oder ITBV an, aber das gleichen wir dann mit unseren Befunden an. Ja? Und die Firma Pulsam, die spielt da solche kleinen Kärtchen aus, die drücken die Leute in der Hand, bitte nicht die Therapie nach diesem Kartenstandard, sondern immer im Zusammenschau mit allen anderen Befunden. Ja? Aber dass Sie das mal verstehen, wie sich das überhaupt berechnet. Ja. Das sind zum Teil berechnete Werte. Und das ist das, der nächste wichtigste Schritt für Sie. Ist letztendlich, ist der Patient volumenreagibel? Denn bevor Sie loslegen mit Katechamin, wollen Sie mal wissen, hat der Patient eine Volllastabhängigkeit. Volumenreagibilität heißt, wenn ich dem jetzt 500 ml Ringer gebe, wird das Schlagvolumen besser. Und bei der berühmten Druckvolumenkurve. Da, an dieser Stelle, ist der Patient volumenreagibel. Wenn ich hier das Volumen erhöhe, kommt es zu einer Zunahme des Schlagvolumens. Wenn der oben ist, in der Flachenkurve, geben Sie Volumen und Sie machen nichts, als dass Sie den Druck in der Herzkammer erhöhen. Da ist er nicht mehr volumenregel. Der wird nicht mit einer Steigerung des Herzzeitvolumens des Schlagvolumens antworten. Und ideal ist es natürlich, wenn Ihnen das gelingt, Sie geben Volumen und der wird besser, der wirft mehr aus. Und das müssen Sie herausfinden. Das steht ja nicht auf dessen Stirn geschrieben. Bin ich volumenreagibel? Ich bin wahrscheinlich im Moment auch volumenreagibel. Also wenn man jetzt mich instrumentieren würde, ich habe jetzt eine Tasse Kaffee getrunken, ein Glas Orangensaft heute Morgen, wahrscheinlich zu wenig. Ich könnte mir gut vorstellen, ich habe jetzt einen ganz niedrigen ZVD, wenn man mich jetzt messen würde, dann würde man mir sagen, der braucht noch 500 ml, ich bin volumenreagibel, aber brauche ich das überhaupt? Nein, ich brauche es nicht. Warum? Weil ich nicht im Schock bin. Volumenreagibilität heißt so lange nicht, dass Sie Volumen brauchen. Umgekehrt, wenn der nicht reagiert, heißt das so lange nicht, dass er kein Volumen braucht. Das macht es ein bisschen kompliziert. Deshalb ließ ich beirren, dass immer noch im nächsten Schritt weitergeht. Aber wenn Sie das schon mal herausgefunden haben, dann gibt es ja bestimmte Methoden. Der rechte Ventrikel beispielsweise, der hat eine riesige Compliance.
Da müsste schon viel geben, bis sich da was zumindest auch in den Rücken ändert. Ja? Ganz anders als der linke Rücken. Ja? Sie messen immer nur rechts. Aber dennoch, da auf der aufsteigenden Linie, da ist der Patient Volumen reagibel. Deshalb ist der zentrale Venösbruch, und das nehmen Sie bitte mit zur Vorsage der Volumenreagibilität, absolut unbrauchbar. Wir erleben eine gewisse Renaissance in bestimmten Entitäten, Herzchirurgie, die lassen da wirklich nicht von ab, weil sie brauchen das auch ehrlicherweise, wenn die kontinuierlich messen, haben sie eine Aussage über Probleme per Pachtamponade etc. Wenn der plötzlich ansteigt, der ZVD, hat das schon eine gewisse Bedeutung. Ja? Aber in der Intensivmedizin zur Volumenreagibilität, Error under the curve, das entspricht einem Münzwurf. Ja? Das können Sie nicht verwerten. Sie können einen Wert von 8 haben, das sagt Ihnen überhaupt nichts. Und von 12 sagt Ihnen auch nichts. Das heißt, zweite Key Message nochmal: ZVD ist Outsourced, abschließend eine Vorlastabhängigkeit und Steuerung der Therapie mit Volumen. Denn wir benutzen die Interaktion Herz und Lunge. Das Herz ist mit seinen Höhlen eingebettet in einen Druckbehälter, muss man sagen. Da laufen dauernd Druckänderungen ab. Plus und Minus. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier spontan einatme, sinkt der Intervalldruck. Der venöse Rückfluss bei mir jetzt nimmt zu. Die Vorlast nimmt damit auch zu. Aber die linksventrikuläre Auswurf nimmt ab, wenn ich spontan atme. Umgekehrt ist das bei der kontinuierlichen Druckbeatmung, CPAP. Der intervale Druck steigt, der venöse Rückfluss sinkt und die Ejektionsfraktion nimmt zu. Wenn Sie einen Patienten mit kardiogenen Lungenödem haben, hypertensives Lungenödem, machen Sie CPAP-Therapie. Was macht das? Das macht eine Nachlastung für den linken Ventrikel und hält eben die Flüssigkeit aus dem Thorax raus. Ja? Das heißt, es senkt die Vorlast und entlastet damit dieses pathophysiologische Problem. Ist dann therapeutisch. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wir sehen, hier haben wir volumenreagierende Patienten nochmal und wir haben nicht volumenreagierende. Sie können, wenn Sie einen Patienten haben, der positiven Druckbeatmung haben, diese Effekte wie eine Lupe demaskieren. Wenn der Patient hier auf dieser steilen, angestiegenen, steilen Kurve ist und Sie nehmen dem künstlich Vorlast weg, indem Sie den Intratorkaldruck erhöhen, reagiert der Ventrikel. Eine Schlafvolumen. Ja? Und das können Sie dann nachher auch sehen. Ich zeige Ihnen das mal hier in diesem kleinen Film. Sie sehen jetzt hier sehr schön und Sie sehen jetzt hier Expiration, es nimmt wieder zu und wenn Sie Inspiration haben, kommt es zu einer quasi Kompression der Venen und die Vorlast nimmt ab. Und wir messen dann das Schlagvolumen. Und Sie können sehen die Schlagvolumenvariation. Sie sehen das schön oben an der Druckkurve. Ja? Wie in diesem Zusammenhang letztendlich die Schlagvolumenvariation endinspiratorisch, expiratorisch variiert. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Hinweis, der Ihnen wirklich zusätzlich hilft. Nochmal gezeigt, Sie sehen das, das ist der hypovolämische Patient. Wenn Sie einen Patienten haben, der volem ist, dann passiert gar nichts unter einer positiven Druckbeatmung. Ja? Da ist die Schlagvolumenvariation außerordentlich gering. Als wichtiger Mosaikstein. Das müssen Sie verstehen, was die positive Druckbeatmung ausmacht. Die Spontanatmung kann das auch machen, aber halt andersrum, aber nicht so ausgeprägt. Das heißt, die Schlafvolumenvariationsbeurteilung beim Spontanatmungspatienten kann vorhanden sein, ist aber nicht so ausgeprägt natürlich, wie wir sie eine positive Druckbeatmung halt durchführen. Und das sehen Sie das morgens auf der Station hier. Habe ich einfach mal abgefilmt, 114, wir kennen Sinustachykardie, 70, würde man sagen, schlecht, 62 Mitteldruck und Sie sehen hier wirklich, das ist ein spontanatmender Patient. Also wenn ich beim spontanatmenden Patienten in dieser Situation so eine wunderbare atemabhängige Druckkurvenvariation habe, ja, Pulsdruckvariation habe, dann ist dieser Patient mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorlastabhängig. Dann würde ich an der Stelle erstmal Volumen starten, vielleicht milde, je nachdem, nach Fragestellung, einen Nachlass, einen Verstärker dazugeben. Aber vorher würde ich was machen? Ich würde mir vorher kurz mal den Ventrikel angucken. Mal schauen, was hält der denn aus? Ja? Wie viel Volumen wird dieser Mensch vertragen? Ja? Sie sehen, in vielen, vielen Studien konnte das gezeigt werden, diese Schlagvolumenvariation, SVV, der ZVP da oben ist tatsächlich 0,5, das ist wieder ein Münzwurf und die Schlagvolumenvariation, immerhin eine Vorhersage von 0,82, das ist schon ganz gut, ist nicht 100% der Vorhersage, aber hilft Ihnen sicherlich weiter.
Auch ein wichtiges Testverfahren ist der passive Beinanhebeversuch. Ja? Der muss aber so durchgeführt werden. Erst Oberkörper hoch, dann Oberkörper herunter, Beine anheben. Und wenn Sie dann eine Veränderung des Schlafvolumens sehen, und dafür sagt Herr Buhl, der sich ja sehr gut mit auskennt, dann sollte allerdings diese Messwerte sollten unter einer kontinuierlichen Schlafvolumenbestimmung durchgeführt werden. Ja? Sie können das mal machen, wenn Sie nur eine arterielle Druckmessung haben, aber bis diese passive Beinhebeversuche, so 500 ml Autotransfusion stattfinden, das ist ja der Vorteil, ich mache nicht aktiv von außen was rein, mache einen Volumen-Challenge oder mache einen internen Volumen-Challenge. Damit kann ich auch schon mal rauskitzeln, ob der Patient volumenreagibel ist. Und dann schauen Sie auf die Vena Cava Superior oder idealerweise auf die Vena Cava Inferior, auf den Füllungszustand und die Atemabhängigkeit. Hier sehen Sie eine wirklich deutlich nicht atemabhängig erweiterte Vena Cava Inferior. Die ist wirklich richtig weit, der absolute Wetter jetzt nicht ausgespielt, da tut sich gar nichts und wenn Sie, die sehen Sie gar nicht mehr, die ist kollabiert. Ja? Und das ist ein weiterer Mosaikstein. Ja? Sie haben den untersucht, Sie haben die Vena Cava sich angeschaut, Sie haben den rechten Ventrikel sich angeschaut, Sie haben die Schlafvolumenvariation sich angeschaut und immer mehr kriegen Sie den Eindruck, dass das ein volumenreagierender Patient ist und dem können Sie am Ende des Prozesses halt Volumen verabreichen. Das heißt, Sie benutzen dieses funktionelle hämodynamische Monitoring, ja, indem Sie die Interaktion Lunge und Herz benutzen, die Pulsdruckvariation oder die Schlagvolumenvariation messen. Sie machen vielleicht zusätzlich noch einen Beinhebeversuch, einen passiven Beinhebeversuch und dann kommt nach und nach die Information zusammen und sagt Ihnen, ja, diesen Patienten kann ich jetzt mit Volumen behandeln. Welche Werte deuten beispielsweise auf eine Volumenreagibilität? Wenn Sie wirklich kleine Vena Cava haben, achten wir aber natürlich immer menschenbezogen, Körpergrößen und gewichtsbezogen messen, ist der Volumen reagibel. Wenn er sehr groß ist und nicht atemabhängig reagiert, nicht volumenreagiert. Wenn die Variation, das heißt die dynamische Variation atemabhängig größer als 12% ist, Sie messen das aus, inspiratorisch, expiratorisch, Volumen reagibel. Wenn die Schlagvolumenvariation über 10% ist, mit dem Pico-System messen, volumenreagibel. Die systolische Druckvariation, das ist Systole, inspiratorisch, expiratorisch, über 10% ist volumenreagibel. Und die Pulsdruck, das ist der Pulsdruck, ist diastolisch, systolisch, auch über 13% variiert, ist der Patient volumenreagibel. Das heißt, die dritte Key Message, die Volumenreagibilität ist eine der zentralen Fragen täglich. Da kurz mal zu gemischtwilligen Sauerstoffsetting noch, das ist ein Wert, den Sie auch abfragen können, der ist aber sehr global. Sie sehen, dass es abhängt von Hämoglobin, von der Sauerstoffsättigung, von der Herzleistung DO2 und von der Consumption, das heißt, was die Zelle aufnimmt. Das heißt, es ist schon ein interessanter Wert, der aber interpretiert werden muss im Zusammenhang beispielsweise mit dem Schlachtvolumen. Ich würde sagen, nie alleine die SCV2, die gemischtwilligen Sauerstoffsättigung, zentralwilligen Sauerstoffsättigung, ohne Blick auf Schlafvolumen zu messen. Weil, wenn sich da was ändert, Augen runtergeht, ist das für Sie ohne Interesse, weil Sie können das nicht interpretieren. Sie müssen das immer mit zwei, drei verschiedenen anderen Messverfahren kombinieren. 60 bis 80 ist normal, aber Sie sehen, es gibt so viele verschiedene Gründe. Entweder, wenn er jetzt sehr hoch ist, dann ist der Sauerstoff zuvor erhöht worden und der Sauerstoffbedarf ist gesunken, das Herzzeitvolumen ist gestiegen. Wenn Sie das für sich alleine messen, hilft Ihnen das nicht weiter. Aber ich finde es ein interessanter Wert. Wenn Sie mal nicht weiterkommen, machen Sie es. Wenn Sie haben ja einen zentralen Wegkatheter liegen, Sie werden keine kontinuierliche SCV2, die wenigsten haben das, bestimmen Sie das einfach mal. Wir haben ja im kardiogenen Schock so Werte festgelegt, so Zielwerte. Wo wollen wir denn mal hin? Ja? 65 bis 75 mm AG oder Herzindex größer 2,5 Liter pro Minute. Ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Automate, dass ich nicht so ein ganz großer Freund bin. Sie sehen mal schon das 10-Ziel-Korridor. Ich bin eher der Meinung, man sollte das extrem Patienten individuell abgreifen und sagen, muss ich denn einen Druck von 75 mm AG haben? Ich bezweifle das. Ja. Viele kommen vielleicht auch schon mit einem Druck von 65 aus. Sie beurteilen den Patienten immer. Sie schauen, mit welchen minimalen Zielwerten der zurechtkommt. Und das sind alles nur Zielkorridore, die wir da in diesen Leitlinien vorgeben. Nur ja nicht
sagen, der muss jetzt mit Biegen und Brechen einen Herzindex von 2,5 haben. Ja. Den wird der unter Umständen nie bekommen. Braucht der vielleicht auch gar nicht. Ja. Er scheidet auch mit dem Herzindex von 1,5 raus. Laktat normal, Urinausscheidung da, Herzindex 1,8, muss der 2,5 sein? Nein! Sie haben Ihre Ziele erreicht. Stabiler Patient. Also keine Kochbuchmedizin. Ja? Diese Zielparameter, die Sie überall lesen, sind allenfalls Anhaltspunkte. Individuelle Therapien. Ich glaube, puristisch gesehen wäre ich mit einem MAD von 65 zufrieden. Ich kann Ihnen sagen, ich morgens auf die Intensivstation komme, regelhaft. Ne? Ido, mindestens 75. Ne? Verläuft 8.0. Ich sage mal, warum muss er denn 75 haben? Die fühlen sich einfach sicherer. Ist einfach so. Selbst in großen Studien ist es so, die haben es nicht geschafft, die Patienten, wenn man das randomisiert hat, auf 60 bis 65 einzustellen. Haben die nicht geschafft in den Studien. Und adäquates HZV. Jetzt sagen sie, Mensch, dann hören sie auf, alles ein adäquates HZV, ja. Wenn es den Patienten gut geht und wenn sich die Zielparameter halt verbessert haben. Denn sie überprüfen die Effektivität. Sie schauen wieder auf die Perfusion, Vigilanz, Ausscheidung, Hautdurchblutung, Laktat. Und Sie schauen auf die optimierte Hemodynamik, MAD, Schlagvolumenvariation, Herzfrequenz. Sie sehen, wie wenig das ist und wie furchtbar wenig das letztendlich ist, wenn man das ganz puristisch sieht, aber das ist wirklich sehr klinisch und Sie haben die beiden Sachen im Blick und haben viel gemacht, aber Sie haben wenige Überprüfungswerte. Sie haben wenige bis kaum Überprüfungswerte. Aber ich finde, das reicht ja schon. Wenn Sie das alles so durchgezogen haben, dann, wenn es dem Patienten dann doch nicht gut geht und wenn es noch nicht schafft, dann ist er halt auch an seiner Grundkrankheit verstorben. Oder hat es deshalb nicht geschafft. Das heißt, das hemodynamische Monitoring ist ein Puzzle. Das ist immer, läuft in einer Loop die ganze Zeit, in einer Continuous Loop, ab klinische, körperliche Untersuchungen, Bildgebung, Ultraschall, UKG, Mittelarterie durch das Herzzeitvolumen, funktionelles hemodynamisches Monitoring und dauernd in dieser Schleife geht das die ganze Zeit immer wieder die Fragestellung, wo stehe ich mit. Das ist eigentlich alles, was ich Ihnen an dieser Stelle zum Monitoren sagen kann. Vielen Dank.